Hallo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Heute gibt es tatsächlich wieder eine Folge Subway Surfers und ihr seht sie gerade schon, ich habe einen extrem coolen Skin in Subway Surfers am Start. Und zwar werde ich euch heute in diesem Video zeigen, wie ihr diesen sehr, sehr geilen Dino-Skin komplett kostenlos und relativ easy bekommen können. Deswegen steuert euch auf jeden Fall an, gebt einen Daumen nach oben, abonniert unbedingt den Kevin Spielt Kanal, würde mich sehr freuen. Wir werden heute auch nochmal ein, zwei andere Tricks ausprobieren, um auch einen weiteren Skin gratis zu bekommen. Und das machen wir dann an meinem richtigen Hauptaccount und testen, ob das dort dann funktioniert, weil hier bin ich jetzt gerade auf meinem Android-Handy. Ich würde sagen, wir labern noch gar nicht so lange drum rum. Freunde, wie gesagt, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr irgendwelche anderen Sachen habt, die ich gerne mal in Subway Surfers euch vorstellen soll, ich bin da jetzt schon ein bisschen mehr in der Materie drin, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier austesten kann, um irgendwie ein paar coole Gratis-Sachen zu bekommen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Also Freunde, normalerweise ist es eigentlich so, dass man diesen Skin hier nur bekommt, wenn man seinen Account mit Facebook verbindet. Ihr seht hier gerade in den Einstellungen, mein Handy ist auch mit Facebook verbunden. Früher ging es dann einfach so, dass man dann dafür einfach gratis diesen Skin bekommen hat. Aber das wurde jetzt vor kurzem entfernt. Wenn ihr jetzt diesen Skin trotzdem haben wollt, dann braucht ihr folgende App. Und zwar den Dateimanager Plus. Und hier müsst ihr jetzt folgende Schritte einfach nachmachen. Ich möchte nur ganz kurz einmal vorweg erwähnen, das Ganze ist jetzt hier auf eigene Gefahr. Ich habe dieses Tutorial mal vor längerer Zeit auf YouTube mir angeguckt, habe es halt einfach nachgemacht. Aber wie gesagt, ihr verändert hier halt so ein bisschen die Subway Surfers Datei. Deswegen das Ganze nur auf eigene Gefahr austesten. Okay, wir fangen an. Als allererstes geht ihr auf Hauptspeicher. Das ist hier oben links in der Ecke. Als nächstes sehen wir hier so einige Dateien. Uns interessiert aber die Datei Android. Als nächstes geht ihr in Data rein, also bei mir ist das das oberste. Und jetzt müsst ihr ein wenig runterscrollen, bis wir zu folgendem Ordner kommen. Und zwar Com-Kilo Subway Surf. Hier geht ihr dann auf Files. Und jetzt als nächstes müsst ihr auf Profil gehen. So, und zu guter Letzt geht ihr jetzt auf Charakter, Inventar und jetzt sind wir hier. So Freunde, wir sind jetzt hier in diesem Characters Inventory.json und bei euch müsst ihr jetzt folgendes machen. Bei euch steht jetzt hier ganz oft Jake drinne. Also zum Beispiel steht wahrscheinlich dann hier bei euch Jake, dann hier und hier. Und jetzt müsst ihr hier folgendes machen. Ihr seht, jetzt steht hier einmal Jake. Dieses Jake ändern wir jetzt einmal um zu Dino. Dann haben wir hier schon einmal Dino stehen und hier auch. Das wird bei euch nicht drin stehen. Ihr macht einfach folgendes. Ihr sucht nach allen Jakes, die ihr hier seht. Also jetzt hier auch nochmal Jakes. Ändern wir auch nochmal zu Dino und dann hier auch nochmal zu Dino ändern. Also quasi jedes Jake umändern zu Dino. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr einfach auf Speichern. Wenn wir jetzt Subway Surfers neu starten, dann seht ihr folgendes, wir haben jetzt tatsächlich den Dino im Hauptmenü ausgewählt und wenn ich den jetzt auch noch nicht gehabt hätte, dann würde ich den jetzt auch quasi dann neu freigeschaltet haben. Und das Ganze ohne sogar Facebook zu verbinden. Ja, und dann könnt ihr jetzt hier ganz einfach mit dem Dino-Skin spielen. Ihr könnt danach rein theoretisch den Dateimanager auch deinstallieren. Das braucht ihr dann nicht mehr. Ihr habt jetzt einfach quasi den Dino-Skin sozusagen freigeschaltet. Finde ich tatsächlich auch nicht verwerflich. Der Skin an sich, den hätte eh jeder gratis bekommen. Deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass ich euch das jetzt hier vorstelle. An sich ja eh jeder hätte diesen Skin bekommen können. So, Freunde, jetzt sind wir nochmal bei einem sehr krassen Video. Und zwar ist das vom 25.07.2020. Und dieses Video lautet, so bekommst du den Zombie Jake Skin in Subway Surfers. Der seltenste Skin. Und das gucken wir uns jetzt mal einmal an. Also seht hier, er stellt jetzt gerade vor, dass er den Zombie Skin noch nicht hat. Jetzt macht er folgendes. Er geht hier in seine Einstellung rein und ändert jetzt vermutlich das Datum, würde ich mal schätzen. Okay, er ändert das Datum auf den 17. Oktober 2020. So, jetzt hat er das Datum geändert und startet das Spiel einmal neu. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, Charaktere. Und? Bei Jake ist er nicht. LOL! Hä? Digga, hä? Was ist das denn? Als ob der jetzt einfach theoretisch kaufen könnte. LOL! Ja, das ist der ganze Hokuspokus. Okay, Freunde, also das hier ist aktuell mein Account. Ja, ich habe hier
schon einige Skins, aber natürlich den Skin, den er hier gezeigt hat, den habe ich noch nicht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in meine Einstellungen. Okay, so. Er hat es übernommen und jetzt starten wir Subway Surfers einfach mal neu. Wir sind ja auch noch in dem aktuellen ganz normalen Update. Steht hier Probleme mit der Verbindung? Jetzt gehen wir mal auf Mi. So, jetzt müssen wir mal das Datum umändern. Und zwar gehen wir jetzt zu 2020, Oktober. Okay, und Subway Surfers nochmal starten. So, und jetzt gehen wir mal bei mir hin. Nee, also sieht nicht so danach aus. Also es hat irgendwie nicht geklappt. Vielleicht habt ihr eine Idee, woran das liegt. Hier steht auch, prüfe deine Internetverbindung. 2000 Jahre später. So, Freunde, also ihr seht, ich habe es jetzt tatsächlich doch geschafft. Und tatsächlich ist der Hokuspokus viel, viel einfacher als gedacht. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz hier kurz sterben. Ihr seht hier, ich habe Zombie Jack tatsächlich freigeschaltet, was sehr, sehr heftig ist. Und auch in der ganz normalen Subway Surfers Version. Ich gehe jetzt auch einfach mal hier auf Mi und ihr seht hier Zombie Jake. Und wir haben auch dieses Outfit seriös. Also, ja, das ist anscheinend dieser Joker Jack, der auch ziemlich, ziemlich cool ist. Diese ganzen anderen Tipps haben nicht funktioniert, die ich mir angeguckt habe. Das Einzige, was ich wieder gemacht habe, ich habe hier im Dateimanager einfach das Dino ausgetauscht durch Zombie Jake. Also jedes einzelne Dino, was hier stand, habe ich ausgetauscht durch Zombie Jake. Dadurch habe ich jetzt den Dino-Skin nicht mehr, aber ich kann immerhin den Zombie Jake-Skin spielen. Also Freunde, ihr merkt, solange ihr wisst, wie der Skin ungefähr heißt, kann man den anscheinend hier dann, zumindest für kurze Zeit, ich weiß nicht, wie man den jetzt hier dauerhaft bekommen kann, kann man den zumindest für kurze Zeit, solange es halt in den Game-Files drin steht, so austesten. Aber wenn man dann einen anderen Skin spielen möchte, dann müsste man hier die Game-Files wechseln. Finde ich an sich eigentlich ganz cool. Also den Zombie Jake-Skin finde ich sehr, sehr heftig. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch solche limitierten Skins habt, die es jetzt aktuell gar nicht mehr im Spiel gibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Subway Surfers Video. Tschüss!